Entweder ist das Ganze ein Bug oder wir haben jetzt herausgefunden, wie man zwei Playstyles auf einen Spieler bekommt und sich dadurch unglaublich krasse Karten machen kann. Und ich sag's euch, wie es ist, mit solchen Karten hat man so einen krassen Vorteil in der Weekend League gegenüber den anderen Spielern. Nutzt das Ganze aus, vielleicht wird's gepatcht, vielleicht auch nicht. Wir gehen rein, ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Also, wir sind drin in Ultimate Team. Ihr seht, by the way, ich habe fast die 100 Packs geknackt. Wir können wieder geile Packs bei den SBCs und bei den Zielen bekommen. Zum einen die tägliche FC Versus Challenge, Premium Goldspieler Pack, das Ganze sogar tauschbar. Bei der SBC könnt ihr einfach nur eine komplette Liga reinklatschen. Nehmen dann einfach nur noch irgendeinen Goldspieler aus dem Verein, der in einer anderen Liga spielt. Packen wir rein und bupp, ihr habt die SBC fertig. Also dauert euch nicht mal eine Minute. Draft Token Upgrades, genau wie die letzte Woche, immer noch drin. By the way, wie verschwitzt sind bitte die Drafts? Da gibt es ja bei den Zielen unter Live hier die Winter Draft Spiele, wo man 10 Online Draft Siege holen muss und deswegen sind die Drafts so unglaublich verschwitzt. Jedes Spiel endet bei mir gleich. Alter, er drückt mir einen Scorpion Kick. Hätte ich auch meinen Ginger drinnen lassen können. Wahnsinn. Wahnsinn. Frauen sind besser als die Männer. Leck mich doch am Zügeli. Habt ihr jemals geglaubt, dass ich aufgeben werde? Du Fetzer. War kein Elfmeter. Bitte, kein Elfmeter. Ich gewinne das noch, ich gewinne das noch! Original, jedes Draft sieht bei mir genau so aus. Naja, tägliches Gold-Upgrade gibt es. Da wisst ihr ja Bescheid, dass wir da die täglichen Silber- und Bronze-Aufgaben machen können, um das Pack zu ercraften. Die Premium-Upgrade-gemischte Ligen-SBCs können wir uns craften. Checkt dazu das letzte Video ab, falls ihr nicht wisst, wie das Ganze funktioniert. Und gestern neu dazugekommen ist ein 84x5-Pack, was unglaublich geil fürs Team of the Year ist. Dreimal am Tag wiederholbar. Und wir müssen echt wenig abgeben. Ein 82er-Team mit einem Team of the Week. Seid smart, kauft euch nicht auf dem Transfermarkt die Team of the Weeks, die aktuell 34.000, 35.000 Münzen kosten, sondern seid smart und geht eins nebendran zum 83 plus Team of the Week Pick, 82er und 83er Team müssen wir abgeben. Und falls ihr wirklich einen Burgie-Geldverein habt, in dem nichts an Futter drin ist, dann kauft euch zur Not die SBC, kostet 18.000 Münzen, ist immer noch deutlich günstiger, als wenn ihr euch ein Team of the Week auf dem Markt kauft. Das waren auf jeden Fall nochmal ein paar kurze Worte zu Project Team of the Year. Vergesst nicht die täglichen drei Spiele, FC versus Tages Spiele einfach drei Games machen und dann bekommt ihr hier zwei Picks, ein Pack und hier bei der Gruppenbelohnung auch nochmal ein Pack. Das waren auf jeden Fall nochmal ein paar kurze Worte dazu, dass ihr euch so viele Packs wie möglich zum Team of the Year ersparen könnt. Ihr seht, ich habe mittlerweile auch schon 100. Kommen wir jetzt endlich zu den Geheimwaffen, mit denen ihr 100% einen Vorteil gegenüber euren Gegnern haben werdet. Und das Ganze spielt sich bei den Evolutions ab. Wir haben nämlich eine neue Evolution bekommen und die findet ihr etwas weiter unten auf der dritten Seite. Finisher Evolution für 100.000 Coins oder 500 FIFA Points. Ihr seht hier schon anhand vom Beispiel von Rodrigo, dass da auf jeden Fall sehr großes Potenzial ist und wenn man diese Evolution mit ein paar anderen kombiniert, bekommt ihr behinderte Karten. Das hier sind die besten Möglichkeiten für diese Evolution. Guckt euch bitte Malen an. 95 Pace, 90 Schuss, 93 Dribbling. Als wäre das nicht schon OP genug, hat der Mann 5-5 bekommen. Das, meine Freunde, sind Team of the Season Stats. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das hat nichts mehr mit Anfangszeit von FIFA zu tun. Ihr seht auf dem Bild, der Mann hat nur einen Playstyle Plus. Ich zeige euch gleich, wie ihr die Spieler auf zwei Playstyle Plus bekommt. Davor möchte ich euch aber zeigen, wie ihr diesen Malen bekommt. Falls ihr lange nichts mit den Evolution gemacht habt, müsstet ihr noch die FC Founder 2 und die FC Founder Upgrade Evolution haben. Falls ihr sie nicht habt,
dann könnt ihr es leider nicht machen. Aber es gibt ja noch andere Spieler, die man ohne diese zwei Evolution machen kann. Malen ist aber zu 100% die beste Finisher Evolution, deswegen zeige ich euch, wie ihr den bekommt. Zum einen packt ihr den erstmal in FC Founder 2 rein. Ihr braucht die Goldkarte. Wenn ihr die Goldkarte nicht im Verein habt, dann ja, müsst ihr den snipen. Denn aktuell bekommen immer mehr Leute mit, dass diese Karte einfach unglaublich OP ist, wenn man die evolutioniert. Ihr könnt versuchen, den Mann auf der Konsole zu snipen. Wenn ihr es euch aber etwas leichter machen wollt, dann geht ihr am PC oder am Laptop auf die Web-App. Am Handy wird das auch nicht klappen. Und versucht dann dort den Malen zu snipen, denn hier seid ihr deutlich schneller, weil ihr mit Enter bestätigen könnt. Dadurch seid ihr viel schneller als an der Konsole. Am besten zoomt ihr noch so rein, dass ihr so schnell... Habt ihr es gesehen? Dass ihr so nah wie möglich mit der Maus hier beieinander seid zwischen Gebot, Preis, Suche und hier dann kaufen. Wenn ihr den Mann dann auf jeden Fall gesniped habt, macht ihr die FC Founder 2 Evolution, sodass ihr zu 184 wird. Und bei dieser Evolution bekommt man einen Stern bei den Skill Moves dazu. Das heißt, der Malen hat jetzt schon 5 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot. Von der FC Founder 2 Evolution geht es dann zur FC Founder Upgrade Evolution. Da werden dann einfach nur die Stats ein bisschen gepusht. Nothing special. Und jetzt kommt die neue Evolution ins Spiel, die unglaublich strong ist, und zwar die 100.000 Coins Finisher Evolution, bei der man nicht nur Stats geboostet bekommt, sondern auch noch plus 1 Sterne Weakfoot bekommt. Und so landet ihr dann bei diesen crazy Stats mit 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weakfoot. Und der Mann kann ja nicht nur auf dem Flügel, sondern auch im Sturm spielen. Ich bin mir sehr sicher, dass ihr mit dieser Karte einen dicken Vorteil gegenüber den Gegnern haben werdet. Den werde ich, by the way, heute auch im Stream machen. Falls ihr das Video seht, bin ich vermutlich schon live. Schaut also einfach auf Twitch vorbei. Lakshude heißt dort. Und falls ihr dachtet, das war's schon mit dem Video, dann liegt ihr falsch, weil das Beste, das kommt jetzt eigentlich noch. Und zwar gibt es einen Bug, oder wir haben es erst jetzt herausgefunden, dass man auf einem Spieler 2 Playstyle Plus haben kann. Guckt euch mal bitte diese Cancelo-Karte an, das ist der Wahnsinn. Und solche Karten zu bekommen, ist ein wenig tricky, deswegen auch hier bitte gut zuhören. Damit ihr Bescheid wisst, das Ganze funktioniert nicht nur mit Cancelo, sondern ihr seht bei Saliba, der hat auch 2 Playstyle Plus. Es geht auch mit anderen Spielern. Das Ganze habe ich auf Twitter entdeckt, deswegen geben wir dem Mann auch seinen Hack. Und zwar ist das Ganze gar nicht mal so kompliziert, wenn man einmal das System dahinter verstanden hat. Also, die Evolutions haben ja in den meisten Fällen mehrere Stufen. Bei Kyle Walker haben wir zum Beispiel 3 Level. Level 1 habe ich abgeschlossen und die Level 1 Karte benutze ich jetzt gerade dafür, um mir die Level 2 Karte zu erspielen. Genauso hat der Mann es auch gemacht, und zwar mit Cancelo bei der Rare Defender Upgrade Evolution. Er hat das erste Level abgeschlossen, seht ihr hier unten, und dann die Karte vom ersten Level dazu benutzt, sich die zweite Level Karte zu erspielen. Was ihr hier seht, ist, dass der Mann die neue Karte aber noch nicht abgeholt hat. Gehen wir dafür wieder kurz zurück zu meinem Team, wenn ich diesen 85er Walker dazu benutze, mir diesen 87er Walker zu erspielen und dann diesen 87er Walker einlöse, dann verschwindet ja mein 85er. Der Mann hat sich aber mit dem 87er Cancelo den 91er Cancelo erspielt, den 91er Cancelo aber noch nicht abgeholt, um mit dem 87er Cancelo eine neue Evolution zu machen, und zwar die Pep's Legacy. Die Rare Defenders Upgrade Evolution ist abgelaufen, deswegen zeige ich euch das Ganze kurz auf Footbin. Also, der Mann hat die Rare Defender Upgrade Evolution angefangen, hat sie auch abgeschlossen, aber den Cancelo nicht abgeholt. Ihr seht, dieser Cancelo hat hier diesen Haken als Playstyle, und dadurch, dass er diesen 88er Cancelo nicht abgeholt hat, hat er immer noch einen 86er Cancelo, jetzt nicht mehr in Gold, sondern in Grün. Und mit diesem 86er Cancelo in Grün konnte er nochmal die Pep's Legacy Evolution abschließen, sich dadurch einen 91er Cancelo erspielt mit diesem, oh, ich glaube, das ist der Playstyle Plus für Passen. Plus, der Mann hat 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weakfoot bei der Evolution bekommen. Und als er sich dann diesen Cancelo erspielt hat, hat er den abgeholt. Und erst als er dann beide fertig hatte, hat er sich zuerst den Pep's Legacy Cancelo abgeholt. Und danach konnte er nochmal den Cancelo bei der Rare Defenders Upgrade Evolution abholen. Und dadurch hat er dann den 93er Cancelo von Pep's Legacy bekommen. Plus dazu zusätzlich den Playstyle Plus von der Rare Defenders Upgrade Evolution. Die Rare Defenders Upgrade Evolution ist ja leider ausgelaufen. Das heißt, mit Cancelo können wir das Ganze aktuell nicht machen. Aktuell müssen wir also einen Spieler finden, der 2 Evolutions gleichzeitig machen kann, bei der man einen Playstyle Plus dazu bekommt. Wie zum Beispiel Balance bewahren, da bekommt man eine Rakete unter den Arsch, und dann zum Beispiel hier Halte dagegen, wo man diese Krabbe als Playstyle Plus bekommt. Dann gibt es noch die Linksverteidiger Evolution, wo ihr einen Playstyle Plus bekommt. Finisher, wo ihr den Trivela Playstyle Plus bekommt, und dann hier nochmal ganz unten den ruhenden Ball als Playstyle Plus. Ich habe gerade wirklich eine Stunde geschaut. Ich habe keine Kombination momentan gefunden. Aber ihr seht ja, diese Evolution, die laufen teilweise noch 1, 2, 3, 4 Wochen. Vielleicht bekommen wir dann in der Zwischenzeit neue Evolution, wo das Ganze dann gemeinsam klappt. Und dann kann man sich vielleicht zum Totti richtig krasse Karten machen. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze verständlich erklären. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie einfach in die Kommentare. Wie gesagt, ich gehe jetzt Malen machen und dann auch direkt testen. Kommt also gerne jetzt auf Twitch vorbei. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns gleich im Stream wieder.